Hi Leute, wir sind jetzt zurück bei der nächsten FIFA 21 Challenge. Diesmal sitzt der gute Luca Philipp neben mir. Und wir haben uns jetzt was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar haben wir uns hier die Controller-Settings so ein bisschen ausgeguckt. Und die wird der gute Luca gleich so ein bisschen bei mir durcheinander bringen. Und dann gehen wir ins 101 und dann werde ich gucken, ob ich das irgendwie rausfinden kann, was da denn verstellt wurde. Und dann werden wir gucken, wie das Ganze ausgeht. Ich bin gespannt, ja. Auf geht's. Bin ich da drin? 90er Modus? Nein. Danke. Auf ein gutes Spiel. Definitiv. Ich bin bereit. Scheiße. Oh, ich habe schon mal Anschluss, das ist gut. Ja. Oh mein Gott. Was ist das denn? Wo macht der denn? Ja! Wo ist denn passen hier? Ich habe alle Tasten durch, ich habe mal Pass noch nicht gefunden. Ich finde keine Taste, die den Spieler wechseln, ehrlich gesagt. Hä? Was? Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie man hier einen Pass spielt oder einen Spieler. Das ist ein Flachpass zumindest. Das ist, glaube ich, das ist die Dreiecktaste hier auf Kreis zu finden. Auf R1. Oh, R1 ist X. Das ist eine sehr wichtige Information hier auf jeden Fall. Kreis ist Dreieck. Kreis. Oh nein, wie sprintet man denn? So? Ah, L1 ist Sprint, wunderbar. Langsam komme ich doch hier rein. Ist, glaube ich, zu einfach gewesen. Ich weiß aber nicht, wo man schießt. Ich weiß nicht, wo man schießt. Ich kann kein Tor schießen. Ich weiß nicht, wo man schießt. Das ist Flugball. Das ist gerade wie Weekend League für mich. Wo schießt man denn? Hier? Das ist so schwierig. Ich bin die ganze Zeit auf der Zweitaste, weil ich sprinten will, aber das ist gar nicht die Sprint-Taste. Oh. Bisschen Hector. Wen hast du denn da gesehen? Könnte sein, dass er auf R1 schießen muss. Na, Umutpass, kannst du verteidigen. Klingt auf jeden Fall schon mal gut, wenn du solche Sachen kennst. Ja, du. Wenn ich richtig im Grind bin, dann. Da ist Schießen. Oh mein Gott. Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal eine Basis. Ich könnte jetzt vielleicht ein Tor schießen. Ja, wichtig. Olli, sehr gut. Das ist das 1-0. Das ist so krass, wie man sich dabei konzentrieren muss. Das ist so wild. Ja. Gut gemacht, ja. Scheiße. Abseits? Oh. Abseits, 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 abseits. Wie gut war das gespielt? Das wird so gut. Eng. So gut. Vielleicht sollte ich E-Sportler werden. Spannende erste Hälfte. Passen, schießen, spinnen. Das reicht doch eigentlich, oder? Dann muss man doch hier auskommen. Hast du Tor verstellt? Ja. Scheiße. Ja, Olli, sehr gut. Der muss halt rein, der muss halt rein. Ich kann ihn nicht annehmen. Ey, was mache ich denn, Mann? Letzter Angriff. Ausspielen. Oh, oh mal Glück oh haben. Nein, oh nein. Auch mal Glück. Oh, was
mache ich denn? Ich weiß nicht mal, wo Rage ist. Ich kann nicht mal nur. Nein! Ja, mal wieder ein Elfmeterschießen. So schlecht gemacht wieder von mir, ehrlich. Ja, come on, come on. Scheiße. Puh, wilde Partie. GG. GG, gutes Spiel gewesen, unlucky. Ja, wir sind hier jetzt am Ende der Partie. Ich glaube herausgefunden zu haben, dass auf der Dreieck-Taste war, glaube ich, die Tackle-Taste. Ich meine, auf der 1-Taste wäre Schießen gewesen und auf der L1-Taste war Sprint. Nee, stimmt gar nicht, hier war Schießen. Ich weiß gar nicht, was auf der 1 war. Ich habe es gar nicht rausgefunden im Spiel. Ich habe rausgefunden, dass hier die Sprint-Taste war. Das ist natürlich im FIFA immer wichtig. Aber irgendwie habe ich mich hier zum Sieg gelackt. Puh, war echt ein ganz wilder Ritt hier. Vamos, scheiße, ey.